Guten Tag und willkommen zurück zum zweiten Part, insgesamt der vierte Part. Aber ich habe ja gesagt am Dienstag, dass ich die Folgen hintereinander aufnehme. So, unser Mähdrescher ist schon wieder voll. Ist immer noch dasselbe Feld. Jetzt düsen wir mal hin, machen den leer. Und dann werden wir auch gleich mal die Pressen ausprobieren. Oder die Presse. Wenn das Feld hier fertig ist. Und das Stroh können wir nämlich auch dann wunderbar verkaufen. Ah, schön, dass die Ursus-Produkte so günstig sind. Na, willst du nicht? Dann fahren wir nochmal drunter. Uff. Kurve. So. Dann wollen wir mal die Presse ausprobieren. Mal gucken, was die so Schönes kann. Da fängt es an. So, Ballenpresse an. Tempomat auf 2. Bisschen rauszoomen. So. Ach, Ballenpresse abmachen. Ist ja ein tolles System. Klappe schließen. Und weiter geht's. Jetzt weiß ich auch, warum die so günstig ist. Hätte auch die ganze Scheiße einfach so hinten rausrollen lassen können, oder? Das dauert ja ewig und 3 Tage, bis man da fertig ist mit Pressen. Boah, das Gepiepe geht mir jetzt schon auf den Keks. Na gut, aber kostengünstige Variante. Was möchte man mehr? Mal gucken, was so ein Ballen bringen wird.
Aber der Drescher ist auch gleich fertig mit dem Feld. Wir können dann gleich drüben weitermachen. Schon wieder voll. Das geht ja rucki zucki hier. Kannst den schon wieder abkippen. Und dann presse an. So, voll der Anhänger. Kippen wir den jetzt ab. Er kann das restliche Stück hier zu Ende drischen und dann geht es rüber zu den anderen Feldern. Unser kleiner Tuf-Tuf-Trecker. Das ist, glaube ich, den ersten, den wir ersetzen werden. Aber jetzt für den Anfang reicht er. So, schwuppdiwupp. Oh, wie schnell wird das jetzt hier gehen, das Feld? So, Helfer ein. Und wir werden jetzt weiter. Ballenpresse an. Und weiter pressen. Ja. Oh Gott. Ach. Nee, 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 nee. Was für eine Spielerei hier. Apropos Spielerei, mich würde mal echt interessieren, könnt ihr mal gerne in den Kommentar reinschreiben, was ihr momentan so spielt und auf welcher Plattform ihr das momentan spielt. Das würde mich mal interessieren. Na, ich bin ja Consolero eigentlich. Aber momentan ist nicht wirklich so viel auf PS4. Ich habe mir jetzt mal Battlefield 4 auch geholt, weil COD mir doch schon echt langweilig wurde. Hat auch irgendwie keine Motivation mehr, das Spiel.
Aber darüber will ich auch nochmal ein Video machen. Motivation beim Zocken. Oder was einen motiviert zu zocken. Oder eher gesagt, was mich motiviert. Boah, ich glaube, ich kopf irgendwann wirklich die große Presse. Jetzt für den Anfang okay, war günstig, aber es dauert alles ewig und 3 Tage. Boah, unser Mähdrescher, alles gut. Ich bin mal gleich auf diese Ballenwickelmaschine gespannt. Wie das Ganze aussieht. Anderthalb. Ein. Mal hindüsen. Ausleihen, Queue machen, weiterfahren. Eine sehr monotone Arbeit hier. Ich hoffe, das lohnt sich echt. Dass wir hier noch Kohle mit den Ballen auch machen. Aber gut, wir brauchen ja sowieso Intervallen, wenn wir Kühe haben. Hat ja perfekt gepasst. Dann noch drüben pressen. Und dann mache ich, glaube ich, einen dritten Part. Ne, mit den Ballen wickeln und aufsammeln. Das ist immer eine tolle Idee.
3 Parts. Sind auf jeden Fall schon mal die nächsten 3 Folgen gesichert. Und weiter. Ah, ich sag mal so, die Presse reicht. Für die Kühe Stroh brauchen, für den Stall und so. Wenn man dann 2-3 Felder so macht wie jetzt, reicht das auf jeden Fall aus. So, das Feld hat auch fertig gedroschen. Jetzt pressen wir nochmal irgendwie alles zu Ende. So, letzte Bahn. So, der muss jetzt erstmal an der Seite. So, Rohr ausfahren. Okay. Das geht jetzt aber auf den Keks hier. Ja. So. Bitte. Ja, schließen sollten wir das ganze System auch mal. Gucken, dass wir noch einen Ballen irgendwie zusammenkriegen. Na gut, kriegen wir nicht zusammen.
Ah, ich habe sogar keine Lust drauf, jedes Fizzle einzusammeln. Ja, so, du kannst aus. Bringen wir mal direkt zum Hof. Können wir hier rein platziert, glaube ich, ne? Parken wir nicht alles schön da drunter. So. Jawohl. Passt. So, den wollen wir jetzt leer machen. Dann den Drescher zurück zum Hof. Jetzt habe ich schon wieder nicht darauf geachtet, wie lange ich hier aufnehme. Aber gut. Wenn ihr dieses Video seht, haben wir ja Donnerstag. Dann nehme ich jetzt. Ich nehme ja alles jetzt am Dienstag auf. Aber wenn ihr dieses Video seht, ist es Donnerstag. Der nächste Part, den ich aufnehme, ist dann direkt schon für Samstag. Da werden wir dann mal ihr Ballen wickeln und mal gucken, wie viel uns das Ganze alles so einbringt. Der kann eigentlich auch hier stehen bleiben, der Drescher, ne? Holen wir uns mal die Ballenwickel ran. Na gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge und dann werden wir mal hier die Rundballen einwickeln, aufsammeln und verkaufen. Ich sag's wie immer, tschö mit Ö. Vergesst nicht, das Video zu bewerten und mir einen Kommentar dazulassen, würde ich mich sehr darüber freuen. Und bis die Tage.